In diesem Video geht es um Physik, genauer um Mechanik und noch genauer um den Drehimpuls. Die Drehimpulsaufgabe lautet folgendermaßen: Wenn das Eis an den Polkappen der Erde restlos schmilzt, steigt der Wasserspiegel der Ozeane um rund 30 Meter an. Schätzen Sie ab, um wie viel sich die Dauer eines Tages dadurch ändern würde. Wir gehen bei der Lösung davon aus, dass die Erde eine homogene Kugel ist, der Erdradius aktuell 6370 Kilometer beträgt, das Wasser sich gleichmäßig auf dem Globus verteilt und der Erdradius dadurch um 30 Meter größer wird. Und wir gehen davon aus, dass der Drehimpuls der Erde während des Abschmelzens der Polkappen erhalten bleibt, weil einfach kein Einfluss von außen die Bewegung der Erde beeinflusst. Das Ergebnis sei schon mal vorweggenommen: Die Erdrotation wird sich um ungefähr 0,8 Sekunden pro Tag verlangsamen. Und nun zur Lösung dieser Aufgabe. Gesucht ist eine Zeitdifferenz, und zwar die Dauer eines Tages mit 30 Meter höherem Wasserspiegel minus die Dauer eines Tages aktuell. Die Dauer eines Tages wiederholt sich ja immer und wird deswegen auch Periodendauer genannt. Die Periodendauer finden wir wieder in der Formel für die Winkelgeschwindigkeit. Omega gleich 2pi durch t. Das kann man nach t auflösen. T ist 2pi durch Omega. Damit sieht unsere Formel so aus. Die Differenz der beiden Perioden ist 2pi mal, Klammer auf, 1 durch Omega 1 minus 1 durch Omega 0, Klammer zu. Das Omega 0 ist die aktuelle Winkelgeschwindigkeit der Erde und deshalb leicht auszurechnen. Man teilt einfach 2pi, also eine Umdrehung, durch die Dauer eines Tages und das sind 86.400 Sekunden. Als Ergebnis erhalten wir dann 7,27 mal 10 hoch minus 5 Rad pro Sekunde. Omega 1 bestimmt man dagegen aus dem Drehimpulserhaltungssatz. Denn der Drehimpuls der Erde vor und nach der Erhöhung des Wasserspiegels muss immer derselbe sein. L1 muss also gleich L0 sein. Das bedeutet, J1, also das Massenträgheitsmoment, mal Omega 1 muss auch gleich J0 mal Omega 0 sein. Nach Omega 1 aufgelöst, erhalten wir diese Gleichung. Als nächstes müssen wir das Verhältnis der beiden Massenträgheitsmomente bestimmen. Wir nehmen in beiden Fällen das Massenträgheitsmoment für eine Kugel an. Es lautet 2 Fünftel mal die Masse der Erde mal dem Erdradius zum Quadrat. Wenn wir hier den einen bzw. anderen Erdradius einsetzen, kürzen sich die 2 Fünftel mal Erdmasse heraus und wir erhalten das Verhältnis der Erdradien zum Quadrat. Das heißt, 6.370.000 Meter zum Quadrat geteilt durch 6.370.030 Meter zum Quadrat. Das ist gleich 999,99 mal 10 hoch minus 3. Einsetzen des Ergebnisses in Gleichung 2 liefert uns die neue Winkelgeschwindigkeit der Erde. Der Unterschied zur aktuellen Winkelgeschwindigkeit macht sich erst bei der vierten Stelle hinter dem Komma bemerkbar. Setzt man das Ergebnis für Omega 1 nun noch in die erste Gleichung ein, ergibt sich durch den Anstieg des Meeresspiegels eine Zeitverzögerung von etwa 814 Millisekunden pro Tag. Ein Tag würde in Zukunft also fast eine Sekunde länger dauern, ein Jahr dann entsprechend 5 Minuten länger.